du dich Foto Matthias oder was? Thank you.
mit dem Kanonier Weddern. Er hat gerade Probleme mit der Frischluftzufuhr. Das ist aber normal bei uns.
Okay. Im Auto.
bin Imperator und Terminator. Cool, ja? Ich hab das Schuh drauf. Was bin ich mit Hammes Kümmerling?
Aufforderung. Oh, eins, Feuer! Nico! Bingo! Ja, den konnte man da richtig lange sehen. Ich habe genau im richtigen Moment gewartet, noch, ne? Jetzt komme ich an die Kugel. Kommen da überhaupt nicht ins Schwitzen. Warum haben Sie keine Kreide am Fahrzeug? Weil ich keinen Kreideempfang habe. Dann müssen Sie Kreide empfangen. Sie wissen, dass Sie Kreide an Ihrem Schweinefahrzeug haben müssen, um Unfall und so weiter kennzeichnen zu können. Jawohl. Heute Abend haben Sie Kreide. Jawohl. Gut. Und wenn Sie irgendwo anders was durchbrechen, ist mir das auch recht. Under the skies of blue.
Movie stars, party and mingle. They ate an arm
eine Feuerstellung aus dem Marsch. Und die Grundrichtung 2900 entspricht dem Alter des Zugführers, der heute Geburtstag hat. Verabschieden wir uns für heute vom Truppenübungsplatz Munster, denn wir müssen jetzt unbedingt zu Dienst besprechen. Ja, kann ich sagen. Also Kanonier Kuhl, wie er gerade den Spieß einschreitet. Hier ist der Oberleutnant Rode mit dem Oberleutnant Kock im vertrauten Gespräch an seinem liebsten Ort. Guten Tag, Herr Oberleutnant. Was halten Sie von der Bundeswehr, Herr Oberleutnant? Das ist immer wieder eine Reise wert. Davon bin ich überzeugt, jawohl. Dritten oder vierten Übungsplatztag, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und hier sehen Sie die Innendienstkranzerbande. Lachen Sie nicht, freuen Sie sich anders. Jetzt wird der Staatsoberoffizier Brückmann auf den Flur gehen und die wesentliche Tätigkeit des Tages vorrichten. Jawohl. Dringend. Da steht der Chef. Abmelden persönlich. Herr Hauptmann, dürfte ich noch 5 Minuten telefonieren wegen meiner Verlobten? Na gut, wie viel Geld haben Sie dabei? 1 Mark. Das reicht für 6,5 Minuten. Machen Sie um 10 Uhr 6,5 erwarten wir Sie wieder hier. Jawohl, melde mich da. Recht richtig. So, und jetzt folgen wir dem Staatsoberoffizier Brückmann die Treppe hoch bei dieser hochwichtigen Tätigkeit, die er jetzt vorhat. Hilfe! Schon total auf Zack hier. Ja. Muss nur noch eine Zigarette aufkaufen und dann alles. Mensch, hat der Kanonier Lenz einen süßen Schlafanzug. Ja. Das sieht aber schlacht auf, nehme an, das Telefon war besetzt. Ja, 2 Feldwebel, die haben ein bisschen länger Zeit wie ich. Mehr Geld. Nee. In der Vorschrift. Ja, guck mal, aber die Latte zu, ja, ey. Haut mal rein. Schau mal noch ein Bier. Nee. Herr Leutnant, ich soll ihn ausrichten, dass der Oberleutnant ihn auch jetzt gewährt. Aber nicht am Telefon. Jetzt aber Schluss, ne? Aus der Ding. Schluss. Feierabend.
Fertig? Ja. Gut. Motor an. Können wir da weitermachen?
Wahrscheinlich, weil du so lügst. Müssen wir die auch drauf haben, oder was? Macht ihr die ja richtig? Es ist gedacht, dass wir die machen oder nicht. Da ist er. M18. Andersrum. Aber die Murmel wird eher scharf bei der Drehung im Rohr. Für die Sauerstoffmaske. Ja, oh, er schrumpft ja, der wie so ein Wilder. Ja, die sollen sauber sein. Schrauben mit deinem blöden Spruch drauf. Ja, eigentlich müssen wir da nochmal was draufschreiben. Wir müssen aufpassen, dass die Sauerstoff nicht verschossen wird. Das heißt, bei Einstellen wieder abgeben. Ne? Und gleich auch spannend dann. Kann ich dann vom Abzug. Chaos daneben. Oh, da sieht man nichts. Nee, so dicht geht das auch nicht. Mhm. Ein bisschen weiter weg müssen wir schon. Ach, ja. Nee, ich hab keinen Bock mehr, steig raus. Nervös? Ach, das knallt ein bisschen. Gut. So, los geht's. Meldung. Rohr leer. Gliederungsring auf Fetten, Sitz und Sauberkeit überprüft. Rohr Rücklaufanzeige in vorderster Position. Öldruck normal. Schön. Und am Hals. Nee, komm, hast du auch nicht. Die Schaufel schon unten? Hab ich hier in den Augen. Ja, ja, für Knospi müssen wir ja, das, da brauchen wir nicht so viel. Das ist doch genug. Ich krieg das nicht wieder ab. Das ist prima, wunderbar. Schön die Finger darauf. Ja, geil. Über die Nase am besten genug jetzt. So hinstellen. Nee, so tief. Ja, so, was ist denn hier? Oh, Scheiße! Richtig weit runter, weiter! Mega! Ja, ja. Eins, weiter runter, Bill! Zu, gleich! Was war die so? Oh, wo bleibt der? Das macht Spaß! Ey, du hast wieder drauf gedrückt? Ja. Kusnowski. Gut, da müssen wir noch reichen, ne? Das reicht noch lange nicht, das dauert immer noch. Reicht noch nicht, das muss richtig lohnen. Zwei Minuten muss geschmiert werden. Da hat ja noch immer nichts im Gesicht, gell.
Wie ist der am meisten? Ach, der ist doch immer bei euch. Die wichtige Schippe? Nimm mal Anlauf, oder? Ja, aber das machen wir das ohne. Der Anlauf ist scheiße. Dann machen wir die Schippe noch. So, hin, nur ein Glas. Warte, ich guck mal da rum. Volle Pulle jetzt. Eins. So, reicht! So, reicht! So, reicht! Setzern, Achtung jetzt! Die andere Seite. Vorne. Du wirst ganz schön übermütig. Ja, drittes Moment. Ja, genau. Oder wurde vielleicht ein bisschen. Das ist so. Ich muss bemängeln, dass der Hauptmann Peters einen dreckigen Anzug trägt. Hauptmann Peters, äußern Sie sich. Er äußert sich nicht. Das war eine böswillige Diensterschwernis. Jetzt sehen wir einen Blick ins Zielgelände. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Grabensystem des Boot 165. Hier liegen die Bomben. Bei mittlerer Flugweite von 30 Metern müssen Sie hier runtergebunden werden. Weiter, ciao. Er ist der Sanitätsdienst gerade heute hier in der Stellung und er führt Buch über Tote und Verwundete. Jetzt steht das Verhältnis 0:0. Das ist befriedigend, das ist ja wie in der Bundesliga. Der Grabenkämpfer Huck, Nahsicherer, Zugtrupp, ich verbessere Richtkreistrupp des 2. Zuges. Der Kanonier Huck befindet sich gerade auf dem Weg in seine Alarmstellung. Sie sehen es an seinem gewohnt ungefechtsmäßigen Gang. Das werden wir verbessern. Kanonier Huck, im Gelände das Gewehr an den Arm. Sehr schön. Können Sie ja noch. Ja, logisch. Melden Sie sich beim Sicherheitsoffizier. So, Huck, kommen Sie vor, wenn Sie eingetragen sind. Vorne steht die Aufsicht beim Werfer. Der Aufhellwebel Peters. Ja. Welche Wurfhand haben Sie? Rechts. Rechts. Nehmen Sie die Bombe in die Hand. Schön festhalten. Ganz ruhig da vorne hingehen. Alles weiter beim Aufhellwebel Peters. Alles schon. Nichts machen bis da. Gut. So, dann kann der Huck gehen jetzt nach vorne. Das passiert alles ganz ruhig und gemütlich. Jetzt wird ihm ein Ziel zugewiesen im Gelände. Jetzt diskutieren Sie noch darüber, welchen Schlammpfahl Sie wohl meinen. Wenn die Bombe über 100 Grad heiß wird, geht sie von alleine los. Jetzt zieht er den Sicherungssplint. Und Wurf. Alle in Deckung.
5 Sekunden Pause und gucken. Trefferaufnahme und Besprechung. Nicht erfüllt! Kanonier Huck hat nichts erfüllt. Kanonier Huck nochmal eintragen. Nobody knows for sure.